Ja. Ja, hallo. Ich stehe hier genauso wie ihr für eine gute Sache. Wollte auch erstmal fragen, ob jemand schon gehört hat, dass Australien auf uns aufmerksam geworden ist. Und uns bittet, weiterzumachen. Und dass die auch dort mit ihrer Regierung nicht ein und sich hier wirklich sehr gute Anregungen hören und uns also wirklich beobachten, wo sie die Quellen herkriegen, Internet und so, wie wir es ja alle kennen. Und uns viel Glück wünschen. Wie gesagt, das Ganze kommt aus Australien. Liebe Australier, vielen Dank. Tja, und, stopp. Jetzt muss ich leider meine Brille aufsetzen, wollte ich verheimlichen, aber ich muss nachher was vorlesen. Und ich habe es mir hier schon so ausgerückt, dass ich das so lesen kann, aber das nachher nicht mehr. Alle mal weggucken bitte. Ach wo. Eitelkeit lässt grüßen. Okay. Am Samstag bin ich im Internet auf ein Bild gestoßen mit einer Frage, die uns alle sehr interessiert und gleichzeitig eine sehr treffende Antwort liefert. Ich denke, viele von euch kennen von unserer Plattform, die ich gleich vorlesen werde, aber vielleicht kennen es auch einige nicht, die vielleicht das noch gar nicht so gesehen haben. Und zwar heißt es da, warum gibt es Kriege? Die Antwort: einer kleinen Gruppe gehören die Banken. Sie kontrollieren die Regierung und die Medien. Sie fabrizieren die öffentliche Zustimmung mittels Angst und Wut auf den Feind durch Propaganda und initiierte Gewalt. Sorry, wenn ich mich mal umdrehen muss. So geht's besser. Okay. Sie profitieren von diesen Kriegen und die Menschen bezahlen es mit Steuern und ihrem Leben. Dann bin ich noch auf Folgendes gestoßen. Im Jahr 2012, man höre und staune, wurden auf der Welt 1735 Milliarden Dollar für Krieg ausgegeben. Im Vergleich dazu, um die gesamte Weltarmut zu beseitigen, würden 135 Milliarden Dollar genügen. Damit aber auch noch nicht genug. Eine sarkastische, aber wie wir den Berichten aus der Ukraine und den Videos entnehmen können, doch sehr wahre Aussage. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt Sarkasmus ist, das ist schon Realität. Die Waffen liefern die Reichen, die Armen liefern die Leichen. Eine Tatsache, die wir nach all den Informationen und Videos, die dort vor Ort entstanden sind, die wir kennen, weder verneinen noch abstreiten können. Zu den anderen Themen wie TTIP, TISA, Fracking, Datenabschöpfen von Facebook und Twitter, Atomwaffen in Büchel, und das höre man sich jetzt genau an, Verbesserung dieser Waffen sogar noch anstatt Abbau. Also, sie sind hier und sie wurden nicht abgebaut, sie wurden sogar verbessert, dass sie eine höhere Reichweite haben und noch mit besser und fieseren Sprengköpfen ausgestattet wurden. Beschlossen wurde dies alles hinter verschlossenen Türen. Beschlossen über unsere Köpfe hinweg. Beschlossen zum Wohle des Volkes. Weil Freiheit und Frieden müssen wir ja mit solchen Waffen verteidigen. Jetzt frage ich mich, warum wird das Volk nicht auch mal gefragt, was es denn als sein Wohl ansieht?
Normalerweise sollten wir ja mal gefragt werden. Aber nein, Fragen zu stellen ist nicht erwünscht. Nicht denken und schon gar nicht nachdenken, sondern einfach hinnehmen unter dem Motto, friss oder stirb. Antworten, die man erwartet, wirklich richtige Antworten, die Wahrheit, das wird abgewiesen. Nicht wir haben zu entscheiden, was für uns gut ist, sondern es wird einfach für uns entschieden. Aber es kommt ja noch schlimmer, weil das ist ja noch gar nicht schlimm genug, dass wir gar nichts zu entscheiden haben. Sondern wenn wir überhaupt eine Antwort erhalten, dann sind das Lügen und falsche Versprechungen, die uns verkauft werden als der Weg zu unserem Wohl. Ich denke, ich und wir alle fragen uns, was sind das für Menschen, die an Werten wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Respekt ein Vorbild abgeben sollten und diese Werte auf Schändlichste mit Füßen treten und missbrauchen. Es fällt mir schwer, diese ganzen Vorgehensweisen noch mit einem vernünftigen, gesunden Menschenverstand nachzuvollziehen. Entschuldigung, ich zitter ein bisschen, aber es regt mich auch auf. Und es macht mich wütend, wie diese Menschen sich in ihrem Wahn das Recht der Entscheidung über die Natur und jegliches Leben herausnehmen, die sie gar nicht besitzen, die kein Mensch besitzt. Allein die Natur bestimmt über alles Leben auf der Welt. Und das ist ein Naturgesetz. Und nur von dieser Natur haben wir alle, die Tiere, die Pflanzen, der Mensch, dieses Geschenk Leben, ja, Geschenk Leben erhalten. Und wenn einer bestimmt, dann bestimmt die Natur darauf, wann wir sterben und wann nicht. Die Natur stellt uns auch die Werkzeuge zu unserem Wohlstand bereit. Und zwar für jeden von uns, für alle auf dieser Welt. Kein Mensch, absolut kein Mensch, in welcher menschengemachter, gesellschaftlich aufgestellter Hierarchie auch immer, hat das Recht, sich über dieses Naturgesetz hinwegzusetzen, zu erheben, zu entscheiden über Leben und Tod eines anderen Lebewesens, herbeigeführt durch perfide Maßnahmen wie Krieg, Gewalt, Herrschsucht, Macht und unersättliche Gier. Ich und ich denke, alle, die wir hier versammelt sind, wollen ein friedliches Miteinander und nicht Opfer von Wahnsinnigen werden, die sich rücksichtslos über die Naturgesetze und alle anderen Gesetze hinwegsetzen. Wenn man Opfer dieser Wahnsinnigen geworden ist, dann hört sich das jetzt in etwa so an, und das ist ein Originalschreiben aus der Ukraine, ein Hilferuf von Menschen dort. Und wir alle wissen, dass die Lage dort sich nicht verbessert, sondern noch mehr verschlechtert hat. Ein Hilferuf aus Donetsk, Appell der Elterncommunity knocha.dn.ua an die Weltgemeinschaft. Diese Community wurde 2007 gegründet. Wir, die Eltern der Region Donetsk, appellieren an die Öffentlichkeit, an Sie, Politiker, berühmte Persönlichkeiten und an alle nicht gleichgültigen Menschen. Rettet die Einwohner von Slawansk, Krasny, Liman und Kamatorsk. Stoppt die Kriegsgefechte in unserem Gebiet. Wir brauchen Ihre Hilfe, um die wahrheitsgetreue Information darüber,
was in diesen Städten geschieht, an die Öffentlichkeit zu bringen. Mehrere Wochen leben die Menschen dieser Städte unter ständigem Artilleriebeschuss. Unschuldige Zivilisten kommen ums Leben. Die Kinder werden verletzt. Der Tod von 3 Kindern ist bekannt geworden. Häuser, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen werden zerstört. Menschen, darunter auch Kinder, leben im ständigen Stress. Sie verbringen viele Stunden des Wartens in Kellern während der Angriffe. Seit dem 6. Juni ist die Wasserversorgung gestört. Zehntausende von Menschen haben keinen Zugang zum Trinkwasser. Abwasserleitungen funktionieren nicht richtig. In vielen Bezirken der Stadt gibt es keinen Strom. Hochspannungskabel ist beschädigt. Die Mitarbeiter der Stromwerke wurden evakuiert. Aufgrund der Art der Beschädigung ist es nicht möglich, die Stromversorgung wiederherzustellen. Mangel an Medikamenten und Lebensmitteln ist spürbar. Mit dem Ausbruch der Gefechte wurden Lieferungen von Nahrungsmitteln und Medikamenten in die Stadt verzögert. Und in den letzten Tagen wurden sie komplett gestoppt. Rentner, Angestellte, Sozialhilfeempfänger verfügen über keine Existenzmittel. Seit dem 19. Mai ist die Auszahlung von Renten und Sozialleistungen vollständig gestoppt. Betroffen sind auch Bewohner von Slawiansk und die Stadt verlassen haben. Die Bewohner von Slawiansk, die Stadt verlassen haben, haben keinen Status. Laut Gesetz werden sie nicht anders betrachtet als die Menschen, die ihre Häuser ohne ersichtlichen Grund verlassen haben. Bis heute haben sie nicht einmal Renten und Sozialleistungen, die ihnen laut Gesetz zustehen, erhalten. Die Bevölkerung von Slawiansk zählte vor dem Militäreinsatz mehr als 110.000 Menschen. Bisher wurde weniger als die Hälfte der Bevölkerung evakuiert. Zehntausende von Menschen bleiben weiterhin in der Stadt, weil sie keine Möglichkeit haben, auszureisen. Für die Ausfahrt existieren Wartelisten und Warteschlangen für viele Tage im Voraus. Chancen, die Stadt zu verlassen, sind sehr begrenzt. Bei dem aktuellen Tempo könnte die Evakuierung der verbliebenen Bevölkerung Monate dauern. Wir bitten um Ihre Hilfe bei der Rettung der Leben dieser Menschen und wir hoffen, mit Ihrer Hilfe den Militäreinsatz zu stoppen. Datiert ist das Schreiben vom 10. Juni 2014. Unterschrieben haben sage und schreibe 389 Familien. Und das ist noch nicht alles, weil das ist vom 10. Juni. Bis heute ist dort noch viel, viel mehr passiert. Unter anderem habe ich nämlich heute gerade gelesen, dass heute mehr als 40 Kinder bei einem bewaffneten Zusammenstoß durch Splitterwunden umgekommen sind, durch eine Explosion, wo sie hinter dem Fenster waren, die sie getroffen hat. 40 Kinder. Und darum noch nicht genug. Unschuldige Kinder bekommen auch Kugeln ins Herz geschossen. Das möchte man sich jetzt bitte mal vorstellen. Das ist die Wahrheit. Das spielt sich da unten ab. Und jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage, worüber ich nachdenke. Wenn wir jetzt hier beigehen und irgendjemanden umbringen, weil der aus irgendeinem Grund heraus vorsätzlich, wird das hier vor Gesetz als Straftat und zwar als Mord betitelt. Dafür bekommen wir lebenslänglich. Jetzt stelle ich mir die Frage, ein Krieg, den ich nicht will, wo man mir Waffen oder zumindest die dort alle schon gestorben sind, sind ja schon Tausende, die da ihr Leben gelassen haben, Zivilisten wohlgemerkt, wie wir hier, die nicht sterben wollten, die wie wir in Frieden leben wollen, die da reingerissen werden von diesen Wahnsinnigen. Wo ist da der Unterschied, dass ich im Krieg morden darf und nicht bestraft werde und das noch befürwortet wird
Und wenn ich hier einen Mord begehe, dann werde ich ins Gefängnis gesperrt. Das ist für mich ein Widerspruch. Jegliche Art von Gewalt, wenn ich eine Waffe, wenn ich Menschen töte, ist das für mich Menschen töten und ist das Mord. Ich kann es nicht verstehen, ich weiß es nicht, ich kriege auch keinen Zusammenhang hin. Ich stelle mir tagtäglich diese Frage. Und ich möchte nicht, und ich denke, wir alle hier, möchte nicht von diesen Wahnsinnigen ermordet werden, in einen Krieg hineingezogen werden, den wir nicht wollen, den keiner will, aber der kurz vor der Haustür steht. Ich möchte auch nicht erwähnen, was da noch kam, nämlich ein Bericht, ein atomarer Angriff, wo da noch geschildert wird. Und das möchte ich jetzt bitte hier, dass sich das mal alle vorstellen. Denn sollte es so weit kommen, dann wird dieser Krieg mehr Opfer fordern als in den ersten beiden Weltkriegen zusammen. Aber die, die sie an den Fäden ziehen, die das sogar herbeiführen durch ihre Propaganda. Und Hut ab, dass Putin so lange stillhält. Dann wird für die auch kein Überleben in irgendeinem Bunker sein. Bei diesem Film, den ich mir da gestern angeguckt habe, Mutter Natur, das Naturgesetz wird sich fürchterlich rächen. Es wird kein Lebewesen mehr hier existieren. Dankeschön.